Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ich bin ja in meiner Singleplayer-Welt und hab einen Cheatcode rausgefunden, beziehungsweise rausgesucht, der, naja, dich im Singleplayer diese Hexagon, die Währung auf Genesis, cheaten lässt. Anstatt etwa um die 10 Millionen zu farmen, wollte ich halt einfach mal schauen, welche Lootcrates lohnen sich für den Server, auf dem ich auch spiele. Und ich denke mal, dass die meisten von euch sich das auch fragen. Ich habe die Loot Quality auf 1,0, so wie es halt auch bei Official Settings ist. Soweit ich weiß, ist auf dem Anarchy Cluster, auf dem ich spiele, die Loot Quality entweder etwas höher gesetzt, aber wirklich minimal, ich glaube auf 1,2. Oder die Aberration Loot Drops sind wirklich immer so heftig. Aber ich krieg auch Journeyman und Mastercraft Blueprints dort. Wundert euch nicht, ich habe mein Spiel mittlerweile auf Englisch stehen, weil mich die deutsche Übersetzung einfach nur noch triggert. Also wenn Nameless auf Aberration auf einmal namenlos heißen, da muss ich los. Also, ich werde mir jetzt erstmal T1 Loot Crates kaufen, danach T2 Loot Crates, dann T3 Loot Crates. Immer so, naja gut, ich werde ein bisschen overweight sein, deshalb gehe ich jetzt einfach mal in den GCM rein. Da habe ich nämlich dann etwas viel Gewicht. Ich werde alles immer in die Tresore packen für die Übersicht. Ich denke, das fragen sich sehr viele, die Leute, die Punkte übrig haben. Was soll ich mir holen? Etwas kann man sich auch logisch denken, was drin sein wird, zumindest von der Qualität her und vom Unterschied her, wenn man sich die Preise anguckt, nämlich von 10.000 bis 45.000 Punkte. Für die Leute, die sich jetzt gerade noch so fragen, hä, wie kriege ich überhaupt die Punkte? Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas wie ein Guide mache, also, naja, egal. Ihr kriegt Punkte, indem ihr Missionen abschließt. Ihr seht hier zum Beispiel die Alpha-Mission, gibt 28.000 Punkte, die Beta-Version hier gibt 10.800 und die Gamma-Version dieser Mission gibt 1.800 Punkte. Und das halt überall verschieden, ne? Alpha heißt nicht immer 30.000 Punkte, man kann auch einfach super wenig bekommen, so wie jetzt hier gerade Hide and Sync, 2.000 Punkte und so weiter. Es gibt aber auch, hier kann man auch noch durch die verschiedenen Gebiete klicken oder halt alle Gebiete einfach mal anschauen. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was man so in dem Gebiet, wo man gerade ist, für eine Mission machen kann. Vielleicht findet man ja eine Mission, die man ganz schön easy farmen kann. So, fangen wir mal an. Kann ich ihn nicht höher setzen? Okay. Das heißt, ich habe einen Zehnfachklick auf meiner Maus, bedeutet... Okay, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 und dann 10, 20, 30, 40... 50, 60, 70, 80, 90, 100 Stück. Puh. So, das GCM-Rifle bekommt ihr nicht. Was haben wir denn hier so bekommen? Polymer, schon mal nice. Vor allem, weil es ein 10.000er-Crate ist. Gibt anscheinend häufiger mal Polymer, so viel wie hier drin ist jetzt schon in der ersten Reihe. Gasback-Sattel, okay. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht mal, dass es Gasbacks hier gibt. Aber gut. Armbrust-Blueprint. Also Armbrust, alles was ihr auch als Nicht-Blueprint bekommt, könnt ihr trotzdem als Blueprint immer bekommen. Das ist quasi die Faustregel für jeden Loot-Drop. Sieht bisher eigentlich wirklich aus nach, naja, nach einer blauen Schwierigkeit auf Extinction von diesen Loot-Drops. Ein paar Suppen, Kryopods und sogar eine Dino-Leine, Gemüsekuchen, Shadow Steaks und sowas. Und primitive, verbesserte Blueprints. Also es sieht irgendwie ein bisschen aus wie teilweise blaue Schwierigkeit auf Extinction vom Loot Drop und irgendwie auch ein bisschen schlechter. 177 Items aus 100 Loot Crates. Okay. Das war jetzt nicht so der Hammer. Gut, kaufen wir hiervon auch mal 100 Stück. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Einmal rüber. 252 Items. Oh, ich glaube, ich werde gleich Item Cap erreichen. Das heißt, ich kaufe am besten in 25er Schritten. Wundert euch nicht, wieso hier so oft ein Replikator drin ist. Ihr bekommt pro Lootbox einen Replikator. Das ist in den aktuellen Patchnotes so. Es steht nämlich drin, dass temporär der Tech-Replikator in den Loot-Crates dabei ist, bis er besser auf der Karte platziert werden kann. Also den Replikator würde ich jetzt wieder wegnehmen. So, das ist nämlich nichts, was wir wirklich da immer rauskriegen. Also aktuell klar.
Aber es lohnt sich halt irgendwie nicht. Wobei, kann man den grinden? Lohnt es sich, einen Replikator zu grinden? Ich nehme mal gleich einen mit und gebe mir gleich mal einen Grinder. Was haben wir denn so als True Loot drin? Fabi Sniper, Riot Armor, Compound Bow, auch schon mal richtig gut. Extrem viele Cryopods offensichtlich. Okay, Cooked Meat, Jerky ist schon mal gut fürs Breeden. Das brauchen die nämlich ziemlich oft für einen Imprint. Ansonsten wieder Bow Pump Gun, kann auch sein. Okay, ist sogar ein BP vom Compound Bow. Flak Blueprints auf jeden Fall drin. Pump Gun, yes. Daedon Sattel. Okay, also von sattelmäßig ist das hier echt gerade traurig. Megalania Sattel. Ja. Gut, das ist halt das, was ihr euch mit Quality 1, also World Official Settings, unter vorstellen könnt. Und auch nur 467 Edelsplitter. Da farmt man ja viel, viel mehr. So, warte mal. Grinder. Nehmen wir auch den normalen Grinder. Dann brauche ich aber auch Gas, um den anzutreiben. Haben wir hier Gas? Nein. Aber ich kann noch Gas bestimmt kaufen. Say hello. So kriegt ihr auch nochmal 300 Punkte, aber. Ja. Kurz mal Gas kaufen für den Grinder. Lohnt es sich, den Job zwei, dreimal zu kaufen, um Replikator zu grinden? Ah, es geht nicht. Oder? Ja, natürlich. Man sollte hier noch einschalten. Draufklicken, grinden. Ja, 100 Poly, 100 Metall, 100 Kristall, 38 schwarze Perlen. So, von den anderen Preisen her, wenn man mal in den Shop reinguckt, ist schon nicht verkehrt, wenn irgendein Tribe, der ziemlich groß ist, sich mehrere von den Tier 2 Loot Drops kauft. Ja, da kann man schon noch ein bisschen extra was machen, wenn man den Replikator wirklich immer bekommt. Ich kaufe jetzt noch kurz mal Tech Replikator bekommen. Tech Replikator bekommen. Okay, das ist also eine Garantie. Eine hundertprozentige. Ja. Fürs Erste, ne? Gönnt euch. So, hier T3 Chests kaufe ich in 25er Schritten, weil ich gerade schon so viele Items dabei hatte. Das heißt, 1, oh, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Es interessiert mich halt auch selbst brennend, was da drin ist. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben jetzt schon die Hälfte. Wir haben jetzt schon 122 Slots. 229. Das heißt, ich kann die restlichen 50 auch so kaufen, ohne overcapped zu werden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, perfekt. Ich war nicht overcapped. Den Repli nehme ich wieder raus. Ist auf jeden Fall auch hier drin, aber kriegt ihr auch in einem günstigeren. Oh, Tech Blueprints. Was? Tech. Und nicht gerade wenig. Oh mein Gott. Was ja auch für Armor und Durability drin ist, ne? Wenn ich jetzt so vergleiche, so die Tech BPs, dann glaube ich, dass auf Anarchy doch auch eine 1,0 Loot Quality ist. Weil das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. Nicht gerade schlecht. Viele Tech BPs drin. Edelstaub, Zement, Shadow Sticks, yes. Flak BPs sind hier auch noch drin. Compound Bow auch. Aber halt natürlich alles in der höheren Qualität. Das heißt, mehr Durability, mehr Schaden. Und mehr Kosten. Das sieht auch wieder aus wie. Oh! Schutzanzug! Oh, da fehlt uns noch. Also ein Teil fehlt uns noch auf dem Anarchy Cluster. Aber dafür halt die Loot Drops so zu farmen, I don't know. Wie gesagt, ne, auch als Blueprint, wenn es als festes Item geht. Ganz easy. Ja, es gefällt mir. Das ist Dire Bear Sattel, okay. Viel Riot Gear, aber Schutzanzüge und Tech sind auch drin. Schutzanzüge finde ich sowieso immer nice und ich denke mal, dass sie hier auch ganz nützlich sein werden im Lunar-Biom. Und Mana Sattel. Mana Garm Sattel einfach. Okay. Okay.
Also hier definitiv Managam-Sattel auch drin. Wait, gibt's hier Managame auf Genesis oder ist der Sattel einfach drin, weil sie wirklich die Extinction Drops kopiert haben? Okay, also so, was meint ihr, was sich am meisten lohnt? T1 für 10.000? Das sind so richtig easy Starter-BPs. Dann gibt es T2 für, was war das, 20.000? Lass mich nicht lügen. 25.000. Schon etwas bessere BPs. Also, was heißt etwas bessere? Schon deutlich besser. Viel mehr Cryos, aber Cryos, sind auch so easy zu kriegen. Ich persönlich bevorzuge definitiv die T3 Loot Crates. Alleine wirklich für mich ein Argument sind schon die Schutzanzug-BPs. Das ist schon ein dicker Pluspunkt für mich. Ja, klar, Tech auch, aber Tech, da ich auf dem Cluster spiele, persönlich, fahre mich lieber auf Extinction. Gibt es noch viel, viel Erfahrungspunkte nebenbei. Aber, was haben wir denn hier an Schutzanzug? Hazard, okay. Fast ein Full Set. Ja, und dann haben wir noch die Tech-BPs dabei. Mana-Sattel, drei Fertige, ein Blueprint. Not bad. Lohnt sich meiner Meinung nach, wenn man auf einem Server spielt, der mehr als mal 1 Loot hat. Das heißt, selbst auf Small Tribes, finde ich sogar, würde sich die Tier 3 Loot Crate schon eher lohnen als andere Dinge. Ich finde sowieso den Shop nicht ganz so durchdacht. Beispielsweise, ein Electronic kostet 1250 Punkte, aber 20 Silica und 5 Metal kosten 600 Punkte und dann kannst du schon 5-mal Electronics craften für den halben Preis, weniger als den halben Preis. Also so ganz durchdacht ist der Shop definitiv nicht. Nö, egal. Das sind nur meine Two Cents. Ich bin raus.